Willkommen bei Pokémon Schwarze Edition. Und ohne zu quatschen, Start! Neues Spiel fangen wir natürlich an. Hallo, wie geht's? Willkommen in der Welt der Pokémon. Ich bin Professorin Esche. Die Leute nennen mich auch die Pokémon-Professorin. Wie du vielleicht weißt, wird diese Welt von Wesen bevölkert, die man Pokémon nennt. In dem Pokémon schlummern geheimnisvolle Kräfte. Begegnen kann man ihnen beinahe überall. Und es gibt eine große Vielfalt an unterschiedlichen Arten von ihnen. Die Pokémon und wir, Menschen, ergänzen uns ganz ausgezeichnet. Wir führen ein Leben in Eintracht mit ihnen und helfen uns gegenseitig, wo wir können. Unsere Bande Freundschaft zu einem Pokémon zu stärken, ist es sehr beliebt, mit ihnen gegen die Teams anderer Trainer zu kämpfen. Tja, und ich habe mein Leben der Erforschung von der Pokémon gewidmet. Aber genug von mir, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ja, natürlich Junge, ich bin so männlich. Aha, ein Junge bist du also, habe ich das richtig verstanden? Nein, nicht war ich. Jetzt wüsste ich gern, wie du heißt. Verrate mir doch mal bitte deinen Namen. Ich nenne mich Kevin. Wobei, mit Maus kann ich es eigentlich auch machen. So. Ihr seht ja momentan den unteren Bildschirm nicht, aber so jetzt. Kevin lautet dein Name also. Ist das richtig? Ja. Kevin, das ist ein toller Name, danke. Gut, dann will ich dir jetzt noch einmal was von deinen treuen dann will ich dir jetzt mal deine treuen Weggefährten vorstellen. Ihr seid ein unzertrennliches Gespann. Dieser Junge heißt Sharon. Also gibt er sich ein wenig mürrisch an, aber er ist ein aufrichtiger Bursche. Dieses Mädchen hört auf den Namen Belle. Sie geht alles ein wenig gemütlicher an, aber sie gibt immer ihr Bestes. Ich werde euch dreien jetzt einfach mal vertrauen und jedem von euch eins meiner kostbaren Pokémon schenken. Hört mir gut zu, Kevin. Von diesem Augenblick, an dem du dich für dein Pokémon entscheidest, beginnt dein ganz persönliches Abenteuer. Auf deiner Reise wirst du mit unzähligen Pokémon und Menschen in Berührung kommen, die nicht immer dieselben Ideen und Auffassungen teilen wie du. Ich hoffe, es gelingt dir, durch diese Begegnungen herauszufinden, was für dich im Leben wichtig ist und was nicht. Ich sehe, du verstehst mich. Das große Ziel deiner Reise soll es sein, über den Umgang mit Menschen und Pokémon reifer zu werden und ihnen innerlich zu wachsen. So, jetzt aber mal los. Geh und stütze dich kopfüber in die Welt der Pokémon. Juhu! Frühling. Ja, es ist Januar, deswegen Frühling. Game Freak präsentiert Pokémon Schwarze Edition. Oh mein Gott, Stalkerin, naja. Kevin, Professor Esche hat gesagt, dass wir Pokémon bekommen sollen. Bell nur wieder bleibt. Ui, hier bin ich. Bin schon wieder zu spät, entschuldige bitte. Also wirklich, Bell. Dass du alles gern etwas gemütlich angehst, ist für uns mittlerweile nichts Neues mehr. Aber warum gerade heute, wo wir doch unsere Pokémon bekommen sollen? Du hast ja recht, es tut mir wirklich leid, die beiden. Und wo sind die Pokémon nun? Professorin, ich hab sie hergebracht. Ja, Professorin hat sie hergebracht. Kevin, also, steht dir das? Steht dir das auch zurecht? Und dir zuerst eines auszusuchen. Das ist doch nur gerecht. In diesem Geschenkpaket warten die Pokémon schon auf uns. Na los, Kevin, traue dich schon und schau nach, was drin ist. Ich kann's kaum noch erwarten. Gut, aber zuerst, ändere ich die Geschwindigkeit des der Textgeschwindigkeit und so, das ganze Zeug. Ton nämlich Stereo, ne, Mono passt eigentlich. IR-Sicherung, weiß ich gar nicht, was es ist. Okay, so passt's. Zack. Und, ich muss mir das mit der Steuerung auskennen, so jetzt. Okay, was ist denn das? Kevin öffnet das Geschenkpaket. Zusammen mit diesem Brief habe ich dir drei Pokémon geschenkt. Was? Geil, drei Pokémon für mich, danke. Rufe deine Freunde herbei. Oh fuck. Und sucht euch je eins der Pokémon aus, ohne zu streiten. Als gute und beste Grüße, Professorin Esche. Ich sag immer Professor, ja. Gut, welchen Starter nehmen wir denn? Floink habe ich in meiner Weißen genommen.
Und Serpifoy habe ich privat in meiner schwarzen genommen. Ich würde sagen, dann nehme ich doch Serpifoy. Yeah, Serpifoy. Kevin erhält Serpifoy. Also ich nehme dieses Pokémon und Sharon bekommt das da, okay? Wieso entscheidest du, welches Pokémon ich bekomme? Was soll's, ich wollte sowieso am Anfang Floink haben. So, nun hat jeder ein Pokémon ausgewählt und jetzt... Ich hab's, es ist Zeit für ein kleines Pokémon-Kämpfchen. Herbert, die Pokémon sind doch noch zu schwach, aber trotzdem sollen wir sie nicht im Haus kämpfen lassen. Ach was, das geht schon in Ordnung. Was können die drei schon anrichten? Irgendwann müssen sie ja mal anfangen zu kämpfen, oder habe ich einfach Unrecht. Also Kevin, lass uns mit dem Pokémon-Kampf beginnen. Okay, Bell, zeig, was du drauf hast. Mit einer neuen Animation. Gut, ja, also das letzte Pokémon LP war ja die gelbe Edition, ich glaube, da muss ich nicht die Unterschiede erklären, die seht ihr da schon selber. Gut, der Unterschied zwischen gelb ist erstmal, dass sich die Pokémon bewegen und die schlechter und alles und das ganze Zeug. Okay, fangen wir mal mit Silberblick an, um das Otaro ein bisschen schwächer zu machen. Und Otaro greift gleich an, ohne zu zögern, naja, was soll's. Mache ich noch einmal Silberblick und dann greife ich an. Verteidigung von Otaro sinkt. Oh, jetzt fängt er auch damit an, okay. Ach, wir haben ein weibliches auch. Ich mag gar kein weibliches, aber gut, was soll's. Dann kann man nicht behaupten, mein Team sei schwul. Aua, das tat weh. Hör auf damit. Tackle! Bam! Ach, fuck, nur ein paar KP. Naja, egal. Der Hutenschlag, der wird mein Serpifoy nicht finden. Hätte er Tackle eingesetzt, wäre mein Serpifoy down, aber egal. So, tschüss! Serpifoy erhält 43 EP-Punkte. Kurz vom Level ab, naja, das ist immer so. Okay. Puff. Oh mein Gott! Welches Pokémon hier kann Rauchwolke? Wow, Kevin! Du scheinst das Zeug zu einem großartigen Trainer zu haben. Ich habe so eine Vorahnung. Also wirklich. Bell, schau dir mal das Zimmer an! Was ist passiert? Das ist ja wie Hemdes unterm Sofa. Die Pokémon sind unglaublich, wo sie doch so klein sind. Ich bin so froh, dass ich ein Pokémon bekommen habe. Du bist doch jetzt ein wütend, Kevin, oder? Bell, bei dir ist echt Hopfen und Malz verloren. Bier. Sei so gut und lass mich jetzt ein verletztes Pokémon aufpäppeln. Sharon und das, Sharon hat das Pokémon von Bell geheilt. Lass mich auch dein Pokémon heilen, Kevin. Sharon hat das Pokémon von Kevin geheilt. Hey Sharon, willst du mal dein Pokémon nicht in einen Kampf schicken? Wäre so gut, wenn Pokémon Bescheid weiß wie du, richtet bestimmt auch nichts ein heilloses Durcheinander an wie ich. Ich glaube, du hast Talent für Kämpfe. Ja, das muss ich dir zustimmen. Viel schlimmer werde ich das Zimmer wohl kaum zurichten können, oder? Außerdem wäre es nur fair, wenn ich mir auch mal einen Kampf gönne. Damit steht unser allererster Kampf bevor. Spürst du auch den Nervenkitzel? Zeig mir, was du drauf hast, gib alles Floink! Okay, Sharon, zeig mir, was du drauf hast! Bam! Eine Herausforderung von Pokémon-Trainer Sharon! Floink! Hallöchen, Floink! Okay, seien Sie das Feuer und... seien Sie der Stärkere gegenüber unserem Starter. Der andere war der Schwächere. Also ist Sharon unser stärkster Rivale, kann man so sagen. Aber das mit dem Starter heißt doch nichts. Denn erst, wenn wir mehrere Pokémon gefangen haben, wird das echt richtig spannend. Ich habe auch schon mein Team irgendwie im Kopf. So. Okay, es müsste reichen fürs Erste mit dem Silberblick. Ich will ja nicht verlieren gegen den, ne? So, vielleicht wird es ein One-Hill. Ich habe keine Ahnung. Ich schätze aber nicht. Naja, es zieht viel ab, aber... Für einen Kill reicht es noch nicht, okay, aber jetzt noch einmal Tackle. Endlich bin ich ein Trainer, ab jetzt geht's richtig los. Naja, Tackle, die Stärke von Tackle wurde in dieser Generation, also in der fünften, erhöht. Und zwar zieht Tackle jetzt, glaube ich, 60 statt normalerweise 40 ab oder so. Ich weiß den Angriffswert nicht gerade. Auf jeden Fall ist sie jetzt auch 100 Genauigkeit erhöht worden. Vorher war es nur 95 Genauigkeit. Ich hatte nicht damit gerechnet, gleich den ersten Kampf den Kürzeren zu ziehen. Aber was für eine Spannung.
jetzt bin ich endlich ein Pokémon-Trainer. Aber muss ich mich erstmal bei der Mutter für die ganze Unordnung hier entschuldigen. Ich auch. Ja, genau, verpisst euch und lasst mich hier in meinem verwüsteten Zimmer alleine. Ich hasse euch. Okay, was haben wir denn hier? Es gibt eine Wii-Konsole. Sie ist im einen Fall in Zustand. Na toll. Da machen die wohl Werbung für Nintendo, ne, mit ihrer Wii. Alles ist scheiße, bis auf diese Wii. Die muss ihr überleben. Aber gut. Gut, was ist hier? Das sollte eine Pflanze sein. Mein Bett! Auch das Bett ist völlig zerwühlt. Und hier? Kevin sieht sich den PC Pokémon Basiswissen an. In dieser Welt leben Pokémon und Menschen friedlich zusammen. Menschen, die Pokémon im Kampf einsetzen, werden Trainer genannt. Echt, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich echt nie im Leben gedacht, dass die Trainer genannt werden. Oh mein Gott! Was ist hier? Hey, ich kann mein Haus in hier sehen. Warte, ich bin nur im Haus. Okay, das ergibt gar keinen Sinn. Okay, gehen wir mal die Treppe runter. Entschuldigung für den Tumult von eben. Also, ich werde da mal aufräumen. Aufräumen? Schon gut. Darum werde ich mich nachher kümmern. Sollte ich stattdessen nicht lieber Professorin Esche besuchen? Ja, das stimmt. Wir sollten uns bei Professorin Esche bedanken gehen. Bis bald und Entschuldigung für diese Umstöße. Ich warte dann auf dem Pokémon-Labor auf euch. Oh mein Gott! Oh, ich muss aber vorher noch nach Hause. Ich bitte vielmals um Entschuldigung für die Störung. Nun gut. Kevin, Pokémon-Kämpfe sind schon eine lebhafte Angelegenheit. Das Lernen der Pokémon war bis hier unten zu hören. Ach, das weckt Erinnerungen an meinen allerersten Pokémon-Kampf. Was? Sie hat einen Pokémon-Kampf mal gehabt? Okay. Wahrscheinlich Carpador gegen Saftkorn. Ich vergesse, nach dem Kampf sollte man seinem Pokémon eine Pause gönnen. Yay, Pokémon nur im Gehalt. So, deine Pokémon sind wieder Putzmonster. Und vergiss deinen Visu-Caster nicht, wenn du dich auf den Weg machst. Visu-Caster, okay. Dankeschön. Kevin, erhält Visu-Caster. Kevin steckt den Visu-Caster in die Basis in meine Tasche. Du bist dich auch bei Professorin Esch bedanken, nicht wahr? Also lass dich mal nicht aufhalten. Ach, diese Gequatsche am Anfang. Naja, das wird aber später sich noch ändern. Das wird richtig spannend, das Spiel. Aber jetzt ist momentan noch viel Gequatsche, weil es ja das Anfang des Spiels ist. Da muss noch alles erklärt werden. Hier sind alle Gegenstände wohlgeordnet untergebracht. Was ist hier im Kühlschrank? Tore, Mina Konnichiwa. Guten Tag alle zusammen. In unserem heutigen Japanischkurs bringe ich euch den Ausruf bei, mit dem ihr eure Sicherheit bei einem Kampf Ausdruck verleiht. Ich werde gewinnen. Katsuzo. Wichtig ist es, die Aussage mit dem Zo am Ende der nötigen Aggressivität zu verleihen. Zeigt den anderen, wo der Hammer hängt. Besonders überzeugend kommt ihr rüber, wenn ihr dabei noch so richtig die Zähne fletscht. Vielleicht schüttet ihr euren Gegner damit sogar Angst ein, dass er schreiend davonläuft. So, das war's. Dann wieder für heute. Ja, ne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Oioioi. Japaner. An, voll mit Pokémon-Artikeln. Ja, das ist vollgestopft mit Pokémon-Artikeln. Was ist das? Ein Stuhl. Ich kann's nicht glauben. Ein Stuhl. Okay, ist da was im Mülleimer? Es gibt ja häufig so Sachen, dass da was im Mülleimer ist. Der Abfalleimer ist leer. Na toll. Okay, dann gehen wir mal raus an die frische Luft. Ah, frische Luft. Und da fliegen die Dusselgurs weg. Okay, was ist hier? Aventia. Die Stadt, in der alles seinen Ursprung hat. Ach, es ist Abend gerade, deswegen ist hier alles so irgendwie orange-mäßig. Haus von Sharon. Die moderne Technik ist schon was Tolles. Man denkt da nur an die vielen verschiedenen Möglichkeiten, die uns die Infrarotverbindung eröffnet. Okay. Haus von Bell. Erstmal speichern. Moment. Also speichern tue ich jetzt nicht mehr mit Save State, weil ich das an einem anderen Emulator jetzt spiele. Deswegen, muss ich so speichern. Kevin hat das Spiel gesaved, ja gut. Da. Haus von Sharon, gehen wir mal in Haus von Sharon. Eine Pflanze. Sharons Vater. Hey Kevin, ich habe schon gehört, Professorin Esche will dir eins ihrer Pokémon anvertrauen.
Ach, du hast schon eins bekommen. Oh, wie süß, das Kleine. Dann kannst du jetzt ja endlich als Trainer dein Abenteuer angehen. Also, dann werde ich dir jetzt aus dem Expeditionshandbuch vorlesen. Hier steht, für Trainer ist der X-Knopf unerlässlich. Vergiss das nicht. Ja, der X-Knopf, den drücke ich schon die ganze Zeit. Charons Mutter. Ich weiß, Charon ist etwas verschlossen und man hat es nicht immer leicht mit ihm, aber versucht bitte euch nicht zu streiten. Ach, nein, ich will nicht lesen, was da im Fernsehen kommt. Das kann ich verzichten. Da kommen immer so verschiedene Sendungen, die gern nichts bringen. Nur ein paar Informationen über Japan und das ganze Zeug. Hier sind allerlei Gegenstände wohlgeordnet untergebracht. Schön. Was ist das? Ein Bücherregal. Wow. Okay, gehen wir mal die Treppe hoch. Hey, Charon hat seinen Fernseher laufen lassen. Mal schauen. Wo sind denn die Zeitschriften von Charon? Sind sie hier vielleicht? Oder hier unten? Hier. Das wäre jetzt episch. Kevin findet Pornozeitschriften von Charon. Anfang mit Pokémon-Artikeln. Wow. Okay, was ist hier? Gehen wir mal auf YouTube. Aha. Neues Let's Play von Kevin LP. Kevin sieht sich den PC an. Expeditionsregel Nummer 1. Drücke den X-Knopf und öffne das Menü. Expeditionsregel Nummer 2. Wähle sichern, um zu speichern. Mehr steht da noch nicht geschrieben. Okay. Was ist hier? Das soll nur ein Stuhl sein, auf dem ich mich gerade nicht drauf hocken kann. Also ist es gar kein Stuhl, lol. Egal, gehen wir mal wieder runter. Zack. Hey! Blockier mal den Weg! Arschloch! Blockier mir einfach den Weg! Da. Ach, die Musik ist so schön. Hey du, was hast du zu sagen? Auf der Welt soll es unzählige Pokémon und viele verschiedene Menschen geben. Wenn ich das höre, verspüre ich mit einem Mal so ein Kribbeln in den Fingern. Ein Kribbeln in den Fingern. Oh, eine Blondine. Mal schauen, was sie quatscht. Glaubst du, so eine Reise mit dem Pokémon als Begleiter kann einen Mensch verändern? Natürlich. Du hast recht, auf einer Reise denkt man eben viel nach und entwickelt sich weiter. Und was ist, wenn man Nein wählt? Ah, fuck, jetzt habe ich mich vertippt. Bin die Steuerung nicht so... Ach, verdammt, schon wieder. Ich bin ja so gewohnt, dass es immer sofort so ein Ding kommt. Ich bin ja noch von der Gelben eingespielt. Du hast recht, man sollte sich nicht so viel Gedanken machen und auf eine Reise einfach... und die Reise einfach genießen. Das ist ja wohl immer irgendwas. Naja, Blondine eben. Das ist hier, Haus von Mel. Aber genießen Sie mal die schöne Landschaft hier. Ah, Meeresluft genießen. Ah. Okay. Wir haben ja Zeit, wir haben genügend Zeit für dieses Let's Play. Kevin, könntest du kurz zu Bell nach Hause gehen? Sie hat sich gewiss zu Hause bequem gemacht, so wie immer. Bell bringt echt nichts aus der Ruhe. Okay, können wir hier lang gehen? Kevin! Ich verstehe ja, dass du am liebsten gleich mit deinem Pokémon losziehen würdest. Soll ich dich aber zunächst bei Professorin Ash bedanken? Schau mal, gehen wir zu ihrem Labor hier entlang. Pokémon Labor von Professorin Esche. Da. Ach, die Musik ist so entspannt. Nein, nochmals nein. Aber ich habe doch ein Pokémon bekommen. Ich bin doch schon ein richtiger Trainer. Ich fürchte mich vor keinem Abenteuer. Hallo, mach dir keine Sorgen, es ist alles in bester Ordnung. Ich mache mich dann auf den Weg auf dem Labor und warte auf dich. Tschüss. Erinnere mich an meinen Fall, der schreit auch manchmal. Naja. Wie bitte? Meine kleine Tochter will mit ihrem Pokémon auf Reisen gehen? So junge noch ganz allein? Tja, wer es mag? Aber Liebling, du machst dir wirklich viel zu viele Sorgen. Es ist doch mit allen Kindern so, mit dir Pokémon auf Reisen zu gehen. Ist das für ein Kind nun mal wichtiger? Ist für ein Kind nun mal ein wichtiger Schritt, um erwachsen zu werden. Und hier ist ein Grafikfehler. Ist ja schön. Der Apfelalm ist leer. Hallo, Grafikfehler. Gut, dann schauen wir mal, was Bell für Zeitschriften uns hier im Bett hat. Und schon wieder, der Grafikfehler ist back. Naja. Okay, alles hier wie ein Mädchenzimmer eingerichtet. Naja. Sie hat ihre Mütze vergessen. Sollen wir die ihr mitnehmen? Okay, hier ist nichts drin, okay. Okay, bevor ich noch hier als Pädophiler bezeichnet werde, verlasse ich hier dieses Haus. So, raus aus diesem Haus. Und raus aus dem Haus, ja.
okay. So, da sind sie, das sind die zwei ja auch schon. Jetzt aber los, auf zu Professorin der Esche. Okay. Gehen wir mal rein, ne? Und Gequatsche, Alarm kommt jetzt. Hallo, ich habe schon auf euch gewartet, meine jungen Freunde. Ich möchte euch mich kurz erneut vorstellen. Ich bin... Aber Professorin Esche, wir kennen sie doch schon. Ja, Jeremy, ist das durchaus bewusst, aber... dass ihr euch an mich erinnert. Aber ein denkwürdiger Tag wie heute verdient ein wenig Förmlichkeit. Also, dann stelle ich mir kurz noch einmal vor. Ich bin Professorin Esche. Meine Forschung befasst sich mit dem Umgang der Pokémon. Ich gehe also der Frage nach, wie lange sie schon auf dieser Welt leben. Oh, ihr habt eure Pokémon schon kämpfen lassen, das ist ja großartig. Dann haben sie sicher auch schon Vertrauen zu euch gefasst. Es sieht zumindest ganz danach aus. Übrigens, wollt ihr einem Pokémon einen Spitznamen geben? Natürlich. So, normalerweise benenne ich keinen Spitznamen, aber was soll's? Ich habe jetzt mal Lust auf Spitznamen. Wie benenne ich denn jetzt? Keine Ahnung. jetzt bin ich aufgeschmissen. Ich benenne sie nach dem Spitznamen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie ich sie benennen soll. Ernsthaft jetzt? Ich muss mal kurz nachdenken und pausiere mal kurz. Leute, ich habe keine Ahnung. Mal lass uns einfach mit dem Spitznamen. Verstehe, es soll keinen Spitznamen bekommen. So kann man es auch handhaben. Professorin Esche, es gibt einen bestimmten Grund dafür, dass ich euch die Pokémon gegeben habe. Also vielleicht fallen mir später im Verlauf des Let's Plays noch Spitznamen ein, aber momentan fallen mir keine Namen ein. So. Es hat mit dem Pokédex zu tun, oder? Pokédex! Goldrichtig! Goldrichtig, ihr habt schon viel über Pokémon gelernt. Aber trotzdem werde ich es jetzt nochmal erklären. Ach nee! Nun zum Pokédex! Es ist ein hochmodernes Gerät, das ihr mit allen Pokémon, das ihr begegnet, automatisch erfasst. Daher möchte ich bitten, die gesamte Einhalle-Region zu durchforschen. Durchforsten, ja. Und sämtliche hier heimischen Pokémon aufzuspüren. So, das wäre jetzt erst einmal zum Pokédex. Kevin, Sharon und Bane, seid ihr bereit? Ich mache kurz Pause. Seid ihr bereit, euer großes Abenteuer anzugehen und dabei den Pokédex... Fuck, jetzt ab. Zu vervollständigen? Natürlich. Ja. Ich meine natürlich... Jawohl! Vielen Dank, Professorin Esche. Dank Ihnen hat sich mein größter Wunsch, Pokémon-Trainer zu werden, erfüllt. Vielen Dank euch dreien, das war die Antwort, die ich hören wollte, ja. Toll. Oh Gott, jetzt kriegt mir den Pokédex endlich nach wie vielen Minuten? 24. Nun zum nächsten Schritt. Ich werde euch jetzt alles erklären, wie und wo ihr die Pokémon auswendig machen könnt. Fangt ihr jetzt bitte auf Route 1. Ach nee, schon wieder. Ach komm, ich hasse dieses scheiß Tutorial. Eieieiei. Wen, Professor Esche, uns eigentlich darum bittet, kann es eigentlich gar nicht so falsch sein, wenn wir uns zusammen ins Abenteuer stürzen, oder? Es ist doch nichts verkehrt dran, sich auf die Schuhe mit ihm zu machen, wobei man sein Leben verbringen würde. Ganz genau. Wir können nach beliebigen Reisen, solange wir den Pokédex vollständig. Och, endlich dieses Gequatsche ist weg, endlich. Boah, endlich. Och nee, schon wieder. Kevin, Bell, warte auf mich. Oh nee. Da seid ihr ja. Und was hat Professorin Esche gesagt? Sie hat euch darum gebeten, den Pokédex zu vervollständigen? Ja, das ist großartig. Nun ja, als ehrlich gesagt habe ich das schon vorher gewusst. In diesem Sinne, nimm bitte diese Karte mit. Oh geil, Yu-Gi-Oh! Karten, Zeit für ein Duell. Oh fuck, das sind normale Karten. Kevin erhält eine Karte. Kevin verschaut die Itemkarte, das Itemkarte in die Basis-Tasche. Ja, toll. Hier, bitteschön, Sharon. Ich werde sorgfältig damit umgehen. Hier, auch für dich, Bell. Vielen herzlichen Dank. Oh mein Gott. Das Zimmer von Kevin werde ich schon aufräumen. Macht euch bitte darum keine Gedanken. Okay, Kevin. Pokémon sind wirklich faszinierende Geschöpfe. Erstaunlich, wie diese kleinen Kerlchen so ein Chaos veranstalten können. Das sieht man ihnen wirklich nicht an. Wenn man mit solchen Pokémon unterwegs ist, hat man gar nichts zu befürchten. Keine Sorge, ich werde euren Eltern die besten Grüße von euch ausrichten. Ihr werdet nicht nur Pokémon, sondern auch viele großartige Orte der Einhalle-Region entdecken und so zu reifen Persönlichkeiten heranwachsen. Also dann gute Reise. Boah, endlich, Mann, endlich diese Scheiße da weg. Nein, schon wieder, es geht weiter mit dem Quatsch.
Ein Blick auf die Karte verrät dir im Nu, wo du dich gerade befindest. Eine tolle Sache, nicht wahr? Dann begegnen wir uns erstmal auf Route 1, denn Professorin Esche erwartet uns bereits. Augenblick, ich komme mit. Los, Kevin, wir sollten uns sputen. Och, endlich. Also, ich schaue jetzt mal die Karte an. So, wo ist... Zack, Beutel. Gut, hier sind, also die Items sind im Vergleich zu gelben jetzt einzeln immer nach Kategorie sortiert. Hier sind die Basis-Items. Ich glaube, das kann ich sogar auf Select gerade einfügen. Moment. Registrieren, so. So, einsetzen. Gut, wir sind jetzt hier. Das, so sieht die Region aus. Im Netz gerade abwechslungsreich wie in den anderen Generationen, weil hier muss man immer einen Weg entlang gehen. Und zwar geht der von hier aus so. So, so, dann so, dann so, ja, so, so, so. Ich will aber jetzt nicht zu viel spoilern. Gut, wo ist denn Route 1? Die Route 1 befindet sich hier. Kann man da vielleicht dran zoomen? Ich schau mal nach. Ja, was ist das da? Warte, da, da. Ich glaube, ich mach mal. Achso, ihr seht es, ne? Ihr seht es ja gar nicht, ne? Verdammt, da kann ich die Karte ja vergessen. Uiuiui, naja. Okay, ja, dann gehen wir einfach mal weiter. Dann lassen wir das mit der Karte. Kevin, hier entlang. Oh nein, nicht gequatscht, ich hasse es. Bell möchte, dass wir drei den ersten Schritt unserer Reise gemeinsam tun. Oh. Also Kevin, lass uns alle gleichzeitig zur Route 1, die Route 1 betreten. Also, los geht's. 1, 2 und los. Route 1. Oh, meine Fresse. Meine Güte, ich bin vielleicht aufgeregt, kann ich dir sagen. Ja, so geht es mir auch, aber lass uns gehen. Professorin Esche wartet. Tut mir leid, dass sie so lange auf uns warten müssen. Mussten, Professorin Esche. So, jetzt werde ich euch ein paar Dinge erklären. Wenn ihr ein Pokémon trefft, wird es automatisch in euren Pokédex eingetragen. Gelingt es euch danach, das Pokémon mit einem Pokéball zu fangen, wird sein Eintrag im Pokédex und zusätzliche Informationen und Details erwartet. Erweitert. So, nun werde ich euch zeigen, wie man den Pokémon... Nein, zeig mir, dass ihr ein Pokémon fängt, das weiß ich doch. Ich weiß das doch. Ich spiele das Spiel schon seit 2001. ja, für die, die es nicht wissen, erstmal müsst ihr das Pokémon schwächen. Ja gut, Funz. Und dann müsst ihr, ja, wenn es ungefähr im roten Bereich sind, solltet ihr dann einen Pokéball schmeißen. Und dann ist es sicher drin, bei dem schwachen Level wird Magalox bestimmt drin sein. Bam, bam, bam. Einmal, zweimal, dreimal und zack. Klasse, Magalox wurde gefangen. Das ganze Gequatsche. Habt ihr genau zugesehen? Ich erkläre euch nochmal. Nein, 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 nein. Ich hab's euch gerade erklärt, das muss ich euch nicht erklären. Es muss ich jetzt nicht vorlesen. Kevin erhält Pokéball. Kevin verstaut das Item Pokéball in der Itemtasche. Dieses Pokémon könnt ihr Pokémon einfangen und dann die so gefangenen Pokémon mit euch herumtragen. So, das wäre dann alles. Ich mache mich dann auf den Weg und erwarte euch im Garwiner. Ah, endlich geschafft, endlich. Welche Pokémon tauchen übrigens im hohen Gras auf? Also, dann werde ich mich mal auf dem Weg nach Garmina ausmachen. Ausmachen, ja. Ja, ich ebenfalls. Schon um neue Pokébälle zu kaufen, sollten wir in die nächste Stadt gehen. Oh mein Gott! Einen Moment mal. Kevin und Sharon, hört mal kurz her. Ich habe eine tolle Idee. Jetzt lass uns hier keine Wurzeln schlagen. Professorin Esche erwartet uns hier. Menschliches Kinder, wollt ihr mir nicht gar nicht hören, zuhören? Wir können doch wetten, wer von uns am meisten die Pokémon fängt, oder? Wer gewinnt, es gewinnt der von, das ist jetzt so ein Ding, wer am meisten Pokémon fängt, so. Das ist eine tolle Idee. Es wird sicher richtig spannend. Und wenn wir dabei den Pokédex füllen, helfen wir uns obendrein noch Professorin Esche. Ach ja, wer seine Pokémon heilen möchte, bevor wir nach Garmina kommen, braucht nicht weiter tun, als daheim vorbeizuschauen. Mit Otara an meiner Seite bin ich einfach nicht zu schlagen. Endlich sind diese Spasten weg. Endlich, okay. Gut, hier ist Gras, wenn wir darüber gehen, tauchen Pokémon auf. Route 1. Hätte ich nicht gedacht, naja. Okay, dann gehen wir mal durchs Gras. Okay, es taucht kein Pokémon auf. Ja. Wilde Pokémon verstecken sich im hohen Gras.
Wenn du also wilde Pokémon fangen oder gegen sie kämpfen möchtest, solltest du dich ins hohe Gras begeben. Okay, was ist hier? Tipps für Trainer. Nur Mut, sprich die Leute an, denn du unterwegs begegnest. Sie haben allesamt gewiss hilfreiche Hinweise für dich, Pirat. Nun gut, dann machen wir das mal. Wir haben es ja einmal schon gemacht. Hat dein Pokémon noch ausreichend KP? Wenn die KP deiner Pokémon unterwegs zu sehr abnehmen, kann es brenzlig werden. Daher habe ich das hier für dich. Bitte lege es in die Medizintasche deines Beutels ab. Ein Trank! Ja, gut, der wird uns weiterhelfen. Der hat nämlich die KP unseres Pokémon. Wenn die KP eines Pokémon abnehmen, verlieren sie auch ihre Kampfkraft, ja. Übertreibe es daher nicht und gönne ihnen öfters mal eine Ruhepause. Wie hoch liegt seine Kampfkraft jetzt? Sie liegt weit über 8000! Ah! Gut, dann gehen wir mal weiter ins hohe Gras und schauen, was für Pokémon es hier gibt. Mein Gott! Pokémon-Angriff! Es ist ein Nagelot. Gut, dann trainieren wir erstmal hier unser Pokémon ein wenig. Als dieses eine Pokémon und dann beende ich diesen Part und dann geht's im nächsten weiter. Ja, ihr seht die Uhrzeit bei mir. Ne, ihr seht es ja nicht. Ihr seht ja das nicht, was ich einsetze. Also bei mir ist es jetzt 19.18 Uhr. So, erstmal weiter schwächen. Ich glaube, ich schmeiß mal. Ich greife mal an den Tackle. Zack. Ach ja, ich werde hier übrigens so viele Pokémon, wie es hier geht, einfangen. So, dann schmeißen wir mal einen Ball. Kommt allerdings nicht ins Team. Einmal, zweimal, dreimal, zack. So, und ich habe auch schon einen Spitznamen für ihn. Hortet sich, Nagelotz Speer, Größe 50 cm, Gewicht 11,60 kg. Hortet in einem Backentaschenfutter, um tagelang Wache stehen zu können. Und gibt Kameraden über seine Route Signal. Ich habe jetzt richtige Probleme mit dem Lesen, weil ich das noch von der Gelben gewohnt bin, dass ich jetzt nicht so viel auf einen Schlag lese. So, ich habe schon einen Namen. Ich nenne es Mucki. M-U-C-K-I. So hieß mein alter Hamster, der leider im Jahr 2003 gestorben ist. Ich mache das mit Maus. C-K. Mucki. So. Kommt aber nicht ins Team. Gut, dann bis zum nächsten Part bei Pokémon Schwarz. Bis dann und ciao!